Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Sollte die Union nach 16 langen Jahren an der Macht wieder auf der Oppositionsbank landen, dann gibt es dort im Prinzip nur noch einen wirklich mächtigen Posten zu vergeben, und zwar den des Fraktionschefs von CDU und CSU, der dann ja auch also eine Art Oppositionsführer im neuen Bundestag wäre. In dieser heiklen Personalie spitzt sich nun der Machtkampf innerhalb der Union zu, deren Selbstverständnis nach dem Wahldebakel auf den Kopf gestellt ist. Kanzlerkandidat Armin Laschet steht deshalb auch in der nun stark geschrumpften Bundestagsfraktion der Union unter Druck. Am späten Nachmittag kam die erstmals zusammen und normalerweise wird auf dieser konstituierenden Sitzung der neue Fraktionsvorsitzende für ein Jahr gewählt. Doch diesmal lief es auf einen Kompromiss hinaus. Christine Schwyzer. Regale ausräumen, Kisten packen, damit hätte er nicht gerechnet. 8 Jahre lang war Albert Weiler Abgeordneter im Deutschen Bundestag. 2-mal hat er sein Direktmandat geholt. Jetzt ist er rausgeflogen. Ja, das sind im Moment meine größten Sorgen, dass meine Mitarbeiter, die wirklich sehr, sehr gut gearbeitet haben über die ganzen Jahre, dass die wieder eine ordentliche Arbeit bekommen. Die sind ja dann auch arbeitslos. Also das macht mir die größte Sorge. Und denen helfe ich auch so gut ich kann, dass sie wieder adäquate Arbeit finden. Die AfD hat in Ostdeutschland viele Wahlkreise blau gefärbt. Für Weiler ist klar, warum. Kein Rückenwind aus Berlin, keine Themen für den Osten, dazu ein schwacher Kanzlerkandidat, den er nicht wollte. Ja, mein Favorit war Markus Söder und ich bin der Überzeugung, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre, hätten wir in Thüringen alle Direktmandate gewonnen. Wenigstens so waren die Rückmeldungen an den Wahlkampfständen. In der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl kommen auch die Abgeordneten, die kein Mandat mehr haben. Die Unionsfraktion verliert fast 50 Abgeordnete und die machen ihrem Ärger Luft. Laschet sei ein Hindernis im Wahlkampf gewesen. Die stellvertretende Fraktionschefin Konnemann fordert personelle Konsequenzen, berichten mehrere Teilnehmer. Die Kritik gilt Armin Laschet. Der bekräftigt trotz verlorener Wahl den Regierungsanspruch seiner Partei. CSU-Chef Söder sieht das, wie so oft, etwas anders. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dazu gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bislang kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere. Eine wohlüberlegte Formulierung, die Botschaft, Laschet ist der Verlierer. Söder weiß, dass Laschet eine Regierungsoption braucht, um die Fliehkräfte in den eigenen Reihen einzufangen. Hinter den Kulissen formiert sich Widerstand. Die Wahl des Fraktionsvorsitzenden ist eine erste Kostprobe dafür. Ralf Brinkhaus wollte sich heute erneut, wie sonst nach einer Bundestagswahl üblich, für ein Jahr wählen lassen. Der Parteivorsitzende wollte das nur kommissarisch. Kampfkandidaturen standen plötzlich im Raum. Norbert Röttgen etwa, Friedrich Merz oder Jens Spahn. Lauter CDU-Männer, denen ebenfalls Ambitionen nachgesagt werden. Von ihnen ist heute niemand aus der Deckung gekommen, wohl auch, weil hinter den Kulissen ein Kompromiss ausgehandelt wurde. Brinkhaus soll nur für ein halbes Jahr gewählt werden. Naja, es war ja eine Situation, wo es auch darum ging, Geschlossenheit zu zeigen. Und da ist es dann so gewesen, dass wir dann uns darauf geeinigt haben oder die Parteivorsitzenden das also entsprechend vorgeschlagen haben, dass wir das bis zum 30.04. machen. Und dann sehen wir auch entsprechend weiter. Aber ich habe da viel Freude dran und ich werde da auch mich bemühen, das nach dem 30.04. weiterzumachen. Bis Ende April bleibt Brinkhaus nun vorerst Fraktionsvorsitzender. Er hat damit als erster Fakten geschaffen. Und die Union hat sich damit auch ein bisschen Parteifrieden erkauft. Und in Berlin begrüße ich jetzt den wiedergewählten Fraktionschef der Union, Ralf Brinkhaus. Guten Abend, Herr Brinkhaus. Ja, guten Abend. Wiedergewählt, aber nur für etwas mehr als ein halbes statt des in der Union üblichen ganzen Jahres. Sind Sie nun das Bauernopfer, um etwas Ruhe und Geschlossenheit in die verkorkste Situation zu bringen? Naja, es gibt Situationen, da nimmt man sich ein bisschen zurück, wenn es dem Parteifrieden dient. Und da kommt es ja jetzt auch darauf an, dass wir Geschlossenheit zeigen. Und insofern ist das ein ganz guter Kompromiss. Sagen Sie, aber es wirkt so ein bisschen, als wolle Armin Laschet sich diesen Posten irgendwie offen halten für den Fall, dass es in die Opposition geht. Dann sind Sie also sowas wie der Platzhalter oder wie muss man das verstehen? Nein, also Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen. Also insofern bin ich da auch kein Platzhalter und fühle mich auch nicht so. Und auch die Fraktion, die ja ihren Vorsitzenden heute mit 85% gewählt hat, fühlt sich nicht so. Oh, Moment, aber was wird denn aus Armin Laschet, wenn er nicht Fraktionsvorsitzender wird, falls sie in die Opposition gehen?
Also ich denke mal, als Parteivorsitzender ist man ganz gut dann auch beschäftigt. Und im Übrigen ist es auch so, das werden wir dann alles sehen. Also insofern schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen. Okay, aber wie ist der Rückhalt in der Fraktion generell zum Vorsitzenden und Kandidaten Armin Laschet? Da war ja viel Kritik heute, wir haben das im Beitrag ja auch gerade gehört. Ja, also insgesamt gesehen war es natürlich heute eine Fraktionssitzung. Sie haben es ja in Ihrem Beitrag gezeigt. Da sind die Alten gekommen, auch diejenigen, die ihre Wahlkreise nicht wiedererobert haben. Die waren natürlich sehr enttäuscht. Auf der anderen Seite waren auch viele junge, neue Gesichter dabei, die dann auch sehr, sehr glücklich waren, dass sie in den Deutschen Bundestag eingezogen sind. Und die Wortbeiträge waren insgesamt natürlich kritisch. Und da darf man ja auch nicht schönreden nach dem Wahlergebnis. Also insofern war das jetzt heute nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann ich mir vorstellen. Aber bleiben wir nochmal dabei. Wenn Armin Laschet die kommenden Wochen oder gar Tage politisch nicht überlebt, ist das Rennen dann um den Fraktionsvorsitz offen? Es gab ja heute offenbar auch mehrere Gegenkandidaten, die da nicht angetreten sind. Aber oder haben Sie dann das Vorgriffsrecht oder wie haben Sie sich da geeinigt? Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich jetzt erstmal bis zum 30.04. gewählt bin und dann sehen wir weiter. Was würden Sie sich denn dann wünschen? Also ich mache das gerne weiter, das ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, heute ging es darum, Geschlossenheit zu zeigen und das haben wir auch. Und wir haben gezeigt in einer ganz schwierigen Situation, wo es ja auch um Personalfragen ging, dass wir durchaus sehr, sehr pragmatisch mit solchen Sachen umgehen können, dass wir kompromissfähig sind und das ist die Leistungsfähigkeit der Union. Aber nochmal, Sie haben das Gefühl, dass Sie den Rückhalt hätten dann in der Fraktion, um das dann anzuführen als Oppositionsführer? Also das werden wir dann sehen. Heute habe ich ein recht überzeugendes Wahlergebnis bekommen und da bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden mit. Und währenddessen stichelt CSU-Chef Markus Söder weiter. Von ihm hörten wir ja heute, dass die besten Chancen, Bundeskanzler zu werden, eindeutig Olaf Scholz habe. Wie hilfreich ist das in dieser Situation der Union, diese Einlassungen? Naja, es ist eine Zustandsbeschreibung. Es ist so, dass die SPD leider aus unserer Sicht ein bisschen mehr an Stimmen bekommen hat, als wir das bekommen haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass sie sich überzeugend abgesetzt hat. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Situation, wie wir sie eigentlich 16 Jahre unter Angela Merkel davor, unter Gerhard Schröder gehabt haben, wo alle nach der Wahl gesagt haben, naja, ist ja jetzt klar, da gibt es jemanden, der hat einen ganz, ganz großen Vorsprung und der muss das machen. Sondern wir haben eine unübersichtliche Situation, ganz neu in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und insofern werden wir spannende Wochen haben. Aber hatten Sie nicht auch den Eindruck, dass das so wirkte, als wäre Herr Söder nicht so unglücklich, wenn das jetzt mit Herrn Scholz klappt und der Ampel und eben nicht Herr Laschet Kanzler wird? Also wir sind in guten Gesprächen und CDU und CSU sind sich einig, dass wir auch anbieten, mit den Grünen und mit der FDP zu sprechen. Das gehört sich auch unter demokratischen Parteien. Wir werden das sehr, sehr offen machen. Wir werden uns sicherlich nicht verbiegen. Das war übrigens auch der Tenor heute in der Fraktionssitzung, um in eine Koalition hineinzukommen. Wir wissen auch sehr, sehr demütig, wie unser Wahlergebnis war. Aber trotzdem bieten wir natürlich die Gespräche an. Und es ist auch insgesamt gesehen so, dass das aus meiner persönlichen Sicht so ist, dass es durchaus sehr, sehr interessant ist, eine Jamaika-Koalition zu haben, weil das eine Brücke bauen konnte in einer Gesellschaft, die doch ziemlich weit auseinandergegangen ist, wie man in dieser Wahl gesehen hat. Also es wirkt ein bisschen verwirrend. Am Sonntagabend nach der Wahl kommt Herr Laschet raus und sagt, wir haben einen Auftrag der Wähler. Dann gestern rudert er etwas zurück. Jetzt heißt es wieder, auch Sie sagen, wir wollen das anbieten. Wo stehen wir da jetzt? Also er hat ja auch gesagt, Herr Laschet, er wolle noch diese Woche mit den Grünen reden. Das heißt, die Union bemüht sich also weiterhin wieder aktiv ums Kanzleramt, statt erstmal als Wahlverlierer abzuwarten, ob die Ampel scheitert. Naja, also wir haben die Wahl verloren, aber es ist ja jetzt nicht so in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass die Partei, die immer die stärkste Partei gewesen ist, dann hinterher auch die Regierung gestellt hat. Trotzdem können wir keine Ansprüche erheben, das ist doch klar nach dem Wahlergebnis. Aber es gehört sich doch unter demokratischen Parteien, dass man miteinander spricht. Und es ist ja so, dass wir in der Konstellation ja auch schon im Jahr 2017 verhandelt haben. Und ich denke, es ist eine Option von zwei Optionen, jetzt auch die Verhandlungen über Jamaika zu führen und nicht nur über die Ampel zu führen. Und das bieten wir an und da werden wir in den nächsten Tagen drüber reden und dann schauen wir mal, was daraus wird. Dann schauen wir mal, da sind wir gespannt. In der Tat, Herr Brinkhaus, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin. Gerne. Zu den Erkenntnissen dieser Bundestagswahl gehört, dass die beiden beliebtesten Parteien, bei denen die zum allerersten Mal ihre Stimme abgeben konnten, die beiden Königsmacher Grüne und FDP sind. Beide Parteien lagen bei den Erstwählerinnen und Wählern gleich auf. Für sie stimmte einer ARD-Umfrage zufolge jeweils knapp ein Viertel der Wählenden, also jeweils 23% der Erstwähler. Abgeschlagen folgten dann die SPD mit 15 und die Union mit gerade mal 10%. Ist die Zukunft also grün-gelb? Jenny Rieger hat bei jungen Wählerinnen und Wählern nachgehakt.
Stuttgart-Nord. Ein Stadtteil mit vielen Schulen bedeutet viele junge Menschen, bedeutet viele Jung- und Erstwähler. Die Abschlussklasse des Wirtschaftsgymnasiums, 18 Schülerinnen und Schüler, 3 haben ihr Kreuz bei den Grünen gemacht, doppelt so viele haben die FDP gewählt, auch Finn. Ich habe vor allem an das allgemeine Tempolimit gedacht, weil ich habe jetzt auch frisch seit einem Jahr meinen Führerschein und ich habe, ich sage es ganz ehrlich, keine Lust in 5 Jahren oder in 2 Jahren nur noch 130, 120 fahren zu dürfen auf den deutschen Autobahnen. Klare Prioritäten und die Erkenntnis, die Jugend tickt unterschiedlicher als vielleicht bisher wahrgenommen. Auch Sophie wundert sich, für sie waren bislang ganz klar die Grünen, die Partei der Jugend. Ich habe die Grünen gewählt, weil für mich die Klimaziele sehr wichtig sind, weil es geht hier immerhin um unsere Zukunft. Und wenn wir nicht jetzt handeln, wann werden wir sonst handeln können? Fridays for Future. Durch sie war die Klimapolitik stark ins Blickfeld geraten und somit das Kernthema des grünen Wahlkampfes. Die FDP als Magnet für Jungwähler eher weniger im Fokus. Die Unzufriedenheit, die die FDP-Wähler antreibt, die ist unsichtbarer. Sie ist eben individuell. Da schließt man sich nicht zusammen. Man geht nicht auf die Straße, man wird nicht gemeinsam aktiv, aber ist trotzdem gemeinsam verärgert. Ortswechsel, andere Schule, andere Jungwähler, ähnliches Wahlverhalten. Luca Haas durfte zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl ein Kreuz machen und hat ihre Stimme den Liberalen gegeben. Ich muss sagen, ich war sehr im Zwiespalt zwischen Grünen und FDP, habe mich aber für die FDP entschieden, einfach weil ich deren Wahlprogramm realistischer fand. Die Jungen wollen Veränderung, wollen Neuerung und finden dieses Versprechen sowohl bei den Liberalen als auch bei den Grünen. Inhaltlich jedoch liegen die beiden Parteien weit auseinander. Die Grünen finden Zuspruch bei den jungen Wählerinnen und Wählern, denen der Klimawandel ganz besonders wichtig ist. Und auf der anderen Seite gibt es junge Wählerinnen und Wähler, die die FDP als kompetent ansehen bei den Themen, die ihnen wichtig sind. Und das ist die Digitalisierung, das ist der Infrastrukturausbau, das ist auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise die Vorstellung, hier war der Staat nicht wirklich gut vorbereitet. Soweit Grüne und FDP thematisch auch auseinanderliegen mögen, der Freundschaft zwischen Sophie und Finn hat das bislang nicht geschadet. Aber kann, was auf dem Schulhof klappt, auch auf Bundesebene funktionieren? Ein Zusammenarbeiten, eine Koalition? Der Stärkere setzt sich am Schluss dann sowieso durch, so ist es meistens immer. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das dazu Komplikationen führen kann, weil die so auch viele Gegensätze haben. Finn und Sophie drücken noch ein Jahr lang gemeinsam die Schulbank bis zum Abi. FDP und Grüne müssten in einer möglichen Koalition ein wenig länger miteinander auskommen. Egal ob gelb oder grün, diese Erstwählerinnen und Wähler dürfte die kuriose Situation freuen, dass jetzt erstmal die Dritt- und Viertplatzierten der Wahl schauen, ob sie miteinander können, um sich dann zu einigen, wen sie dann überhaupt zum Kanzler machen. Morgen bereits wollen sich die Spitzen von Grünen und FDP treffen, um zunächst mal die Gemeinsamkeiten auszuloten, damit eventuelle Verhandlungen dann nicht wieder so spektakulär scheitern wie vor 4 Jahren. Christian Feld. So, sieht er aus. Abgeordnetenausweis, Bahnfahrkarte, ein Brief vom Bundestagspräsidenten. Der Grüne Felix Banaschak ist einer der Neuen im Parlament. Jetzt geht es los. Das Herantasten an das Leben als Abgeordneter und an die FDP. FDP und Grüne stehen sich traditionell nicht besonders nahe. Es gibt aber auch Dinge, die sie ja miteinander verbindet. Also der innovative Charakter der Politik im Vergleich zu dem Strukturkonservatismus von Union und SPD ja beispielsweise in Fragen der Digitalisierung, der Verwaltungsmodernisierung haben wir durchaus auch Gemeinsamkeiten. Willkommenstreffen der Grünen-Fraktion, mit dabei viele neue, junge Gesichter. Aber auch die Erfahrenen, die erzählen können vom letzten Versuch, Regierungspartei zu werden. Eines darf, glaube ich, ganz sicher nicht passieren. So ein Remake von 2017. Also das war Tag und Nacht, wochenlange Sondierungen. Dann das Scheitern durch das Aufstehen der FDP. Dann hat es bis ins Frühjahr gedauert. Das können wir uns nicht leisten. 2017, der gescheiterte Weg in ein Jamaika-Bündnis. Grüne, Union, FDP, Balkonpolitik und immer wieder Indiskretionen. Genau das soll sich nicht wiederholen. Morgen setzen sich erst einmal Liberale und Grüne zusammen. Kleinster Kreis, Vertrauen aufbauen.
Ich habe ja schon mal Gespräche mitgemacht, die leider kein gutes Ende genommen haben. Und wir haben, glaube ich, alle gemeinsam gelernt, dass es wichtig ist, miteinander im vertraulichen Raum zu sprechen und nicht schon vorher in die Blöcke irgendwas zu diktieren oder in die Kamera irgendwelche roten Linien oder irgendwelche Vorgaben zu machen. Wer gibt Ton und Tempo an? Die Sozialdemokraten haben FDP und Grüne schon eingeladen und Freihaus ein dezenter Hinweis. Beide kleinen Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, was sie vor 4 Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird. Umso mehr hoffe ich, dass wir dann auch schnell zueinander finden. Die Grünen haben da heute noch eine interne Sache zu klären. Habeck soll Vizekanzler werden. Eine Meldung sorgt für Irritation und Unruhe in der Partei. Es folgt ein außerplanmäßiger Auftritt. Habeck betont, Baerbock und er hätten für sich alle Fragen geklärt. Aber Personalspekulationen vor der Sondierung, das gehe nicht. Die Frage, wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant. Wir haben ja noch nicht mal einen Kanzler. Dem wollen Grüne und FDP morgen näher kommen. Zumindest ein bisschen. Und darüber habe ich am Abend mit einer Frau gesprochen, die schon mal Sondierungen zwischen Grünen und FDP erlebt hat, als es, wie gesehen, nämlich vor 4 Jahren erstmals um ein Dreierbündnis ging, damals mit der Union. Der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt in Berlin. Guten Abend, Frau Göring-Eckardt. Herr Zamperoni, guten Abend. Nach dem Jamaika-Aus 2017 hatten Sie 2 Tage lang den Blues, haben Sie mal gesagt. Welche Lehren haben Sie aus dem Scheitern damals gezogen? Ja, das eine ist, man muss miteinander sprechen können, auch schon vorher ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das haben wir in den letzten Jahren getan. Das war mir jedenfalls wichtig mit den Kollegen von der FDP. Das sind ja eigentlich alles Männer. Und das zweite ist, wenn man in solche Gespräche geht, dann muss man nicht über den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern eher darüber reden, was man als großes Ganzes will. Und in diesen Zeiten, in denen wir jetzt miteinander sprechen und verhandeln, ist das umso wichtiger. Um auf den ersten Punkt nochmal einzugehen, das heißt, Sie haben sich regelmäßig, weil Sie ahnten, das könnte nochmal auf Sie zukommen, mit Vertretern der FDP, auch mit FDP-Chef Lindner beispielsweise, getroffen für Annäherungen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es geahnt habe, aber jedenfalls für möglich gehalten. Und insofern war das wichtig, sowohl auf Ebene von Abgeordneten als auch auf der Ebene der Fraktionsvorsitzenden. Und genau. Und da haben Sie schon festgestellt, da könnte was gehen? Ja, da haben wir erstmal festgestellt, was dem jeweils anderen wichtig ist. Wir haben ja auch Sachen miteinander verhandelt, beispielsweise den Pakt für Digitalisierung für die Schulen. Da saßen wir sozusagen an der gleichen Seite des Tisches und haben mit der Großen Koalition darüber geredet. Da brauchte es eine Grundgesetzänderung. Wir haben eine ganze Reihe von Gesetzentwürfen eingebracht, zum Wahlrecht beispielsweise. Und insofern gab es da auch eine echte Zusammenarbeit, nicht nur so, wie man spricht mal miteinander. Aber nach wie vor gibt es zentrale Punkte, bei denen man sich kaum vorstellen kann, dass Grüne und FDP da zusammenkommen. In der Steuer, in der Haushaltspolitik, auch beim Klimaschutz, auch wenn beide das als Ziel sehen. Wie wollen Sie da zusammenkommen? Ja, das müssen ja Gespräche ergeben. Das kann ich ja jetzt nicht mit Ihnen besprechen, wie das geht. Aber jedenfalls. Wäre interessant zumindest. Wäre interessant für uns beide und für vielleicht ein paar andere. Aber das Entscheidende ist doch, dass man sich jetzt fragen muss, welche stabile, zukunftsgewandte Regierung der Modernisierung, des Aufbruchs, das wollen beide Partner, bekommt man eigentlich hin. Die Aufgabe wird natürlich sein, sich an der Wirklichkeit zu orientieren. Und die Wirklichkeit ist, die Klimakrise wartet jetzt auch nicht darauf, welche Kräfteverhältnisse oder welche Schwierigkeiten die Politik hat, die muss man bewältigen. Aber auch sowas wie Digitalisierung voranbringen, sowas wie Investitionen. Und dann muss man sich immer natürlich auch die Frage stellen, wie kann man das bezahlen? Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass man das Thema Freiheit, sage ich vielleicht auch als Ostdeutsche, die in der Diktatur aufgewachsen ist, zu einem sehr zentralen macht. Also auf der einen Seite individuelle Freiheit, dann aber eben auch Verantwortung fürs große Ganze und die Freiheit der kommenden Generationen, wie das Verfassungsgerichtsurteil zu den Klimazielen ja sehr deutlich gesagt hat. Die SPD, die drückt jetzt aufs Tempo, die will sich schon Ende der Woche mit Ihnen und der FDP zusammensetzen. Reicht das denn bis dahin, um das ausgelotet zu haben, ob Sie da mit der FDP ein Paar werden könnten? Das finde ich, das muss jetzt in aller Ruhe ja ausgelotet werden und beurteilt werden. Und wir sind natürlich gesprächsfähig und bereit dazu. Aber wie das genau geht, das müssen jetzt die Partner gemeinsam besprechen. Ja, bis Ende der Woche in aller Ruhe, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, oder?
Nein, also die Frage ist doch, jetzt gibt es erstmal das Treffen zwischen Bündnis 90 Die Grünen und der FDP und dann schaut man, was da geht und dann werden sich die Verhandler, das ist ja jetzt erstmal eine sehr, sehr kleine Gruppe, das ist auch gut und richtig so, nämlich die Parteivorsitzenden miteinander besprechen, wann denn eigentlich nächste Gespräche stattfinden. Und das, wie gesagt, geht alles, aber es sollte auch so sein, dass es gut vorbereitet und in Ruhe ist. Das ist also eine Frage der Zeit. Aber nach der Fraktionssitzung der Union heute Abend, die buhlen ja auch, da hat Armin Laschet gesagt, er werde in den nächsten Tagen mit Ihnen und der FDP sprechen. Wann soll denn das noch reinpassen? Ja, die Frage von Kalendern ist das sicherlich nicht, sondern es ist eher die Frage, in welcher Verfassung eigentlich die Union gerade ist. Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass die sondierungsfähig oder gar regierungsfähig sind. Und deswegen muss ich da sicherlich erstmal einiges klären. Und ich gehe davon aus, dass wir eher jetzt in einer Ampelformation miteinander verhandeln. Und alles andere ergibt sich dann. Gespräche wird man immer führen zwischen Demokratinnen und Demokraten. Das ist klar, das liegt auf der Hand. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wenn Sie morgen vielleicht schon oder in den nächsten Tagen mit der FDP sich einigen, wird es dann ein Bieterwettbewerb, so nach dem Motto, wer Ihnen dann mehr bietet, Herr Scholz oder Herr Laschet? Nein, ich glaube, so kann man in diesen Zeiten keine Politik machen und keine Regierung bilden. Sondern wir sind ja in einer sehr, sehr ernsten Lage. Ich habe schon über die Klimakrise geredet. Wir haben die Situation, dass diese Gesellschaft sich nicht als zusammengehaltene Gesellschaft empfindet. Wir haben den Eindruck, dass 16 Jahre lang viele Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, sich abgehängt und zurückgelassen fühlen. Es ist absurd, wenn man sich das anschaut, dass die Union das immer thematisiert. Ich glaube, die nächste Regierung muss dafür sorgen, dass wir mehr Zusammenhalt zwischen Stadt und Land, zwischen den Generationen gewährleisten. Dass wir Menschen, die in großer Vielfalt in unserem Land leben, mit und ohne Migrationshintergrund, wissen, sie sind alle gesehen und sie gehören alle dazu. Und das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn man jetzt eine Regierung bildet. Und das ist jetzt mehr als die Summe von vielen kleinen Einzelteilen. Frau Göring-Eckardt, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin. Ich bedanke mich. Aus Großbritannien erreichen uns derzeit Bilder, die die Älteren unter uns an das Jahr 1973 erinnern mögen, das Jahr der weltweiten Ölkrise, als auch an deutschen Tankstellen nichts mehr ging. Heute fährt nun das Vereinigte Königreich buchstäblich auf dem letzten Tropfen. Lange Schlangen an den Zapfsäulen, verzweifelte Autofahrerinnen und Fahrer, die nicht wissen, wie sie zum Arbeitsplatz kommen sollen. Und der Grund ist nicht etwa, dass es den Briten an Benzin oder an Diesel mangelt. Es fehlt an Zehntausenden Lkw-Fahrern, die üblicherweise die Versorgung mit Treibstoff sichern. Und das hat offenbar ganz maßgeblich mit dem Brexit zu tun. Über ein Land im Spritchaos und Politiker in Erklärungsnot, Sven Lohmann. Tanken und die schlechte Laune ist garantiert. Es geht mitunter wild zu an einigen Tankstellen, vor allem in den Ballungsräumen. Seit Tagen nun schon ist das Benzin knapp. Der Ton wird rauer. Der Frust ist jedenfalls groß und wird größer. Bei manchmal über einer Stunde Wartezeit. Das ist total verrückt. Ich brauche dringend Benzin, um arbeiten zu können. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mein Tank ist gleich leer. Sarah hat den halben Tag mit der Spritsuche verbracht. Sie betreut Pflegebedürftige. Die Benzinnot geht so weit, dass Verbände schon eine Sonderregelung fordern für Personal aus dem Gesundheitssektor. Wir müssen viel fahren. Es ist ja so, wenn ich kein Benzin habe, kann ich meine Patienten nicht betreuen. Treibstoff fehlt eigentlich nicht in Großbritannien. Es fehlen Lkw-Fahrer, die ihn an die Zapfsäulen bringen. Nicht nur Tankstellen, die ganze britische Wirtschaft leidet unter einem massiven Mangel. Satte 100.000 Fahrer fehlen. Trotzdem glaubt die Regierung an kein britisches Phänomen. Überall auf der Welt gibt es gerade eine große Nachfrage nach Gas- oder Lkw-Fahrern. All die Mängel kann man weltweit beobachten. Großbritannien ist allerdings stärker betroffen als andere. Mit Hamsterkäufen jetzt beim Benzin. Sogar in Plastikflaschen. Auch im Supermarkt sind die Regale öfters mal leer, weil Fleisch, Obst, Gemüse aus Fahrermangel nicht geliefert werden können.
Natürlich sind die Gründe immer vielschichtig und Brexit ist es nicht allein, aber er kommt in Großbritannien als erschwerender Faktor dazu. Der Brexit kommt der britischen Regierung als Grund zwar nicht über die Lippen, aber sie hätte zur Lösung des Problems gerne abgewanderte ausländische Fahrer zurück. 5.000 will sie ein Sondervisum anbieten, für 3 Monate, um die Engpässe bis Weihnachten abzumildern, aus Ungarn zum Beispiel. Das mache ich nicht. Für so eine kurze Zeit, ich kündige doch nicht meinen Job für ein 3-monatiges Visum. No, thank you. Nein, danke. Deshalb hat die Regierung jetzt auch das britische Militär in Bereitschaft versetzt. Im Notfall soll die Armee Treibstoff an die Tankstellen fahren. Nicht jeder Brite hat seine Wut im Griff. In den sozialen Medien kursieren schon Videos, wie in einigen Fällen die Situation an Tankstellen eskaliert. In Faustkämpfen. Zur Kraftstoffkrise in Großbritannien hat Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Lange haben wir nichts von der Brexit-Insel gehört und nun das. Mittlerweile steht schon die Armee bereit, um die Benzinversorgung zu sichern. Klingt wie eine Beschreibung aus einem Krisenstaat, soll aber nur eine Vorsichtsmaßnahme sein. Und während der Zorn an der Zapfsäule wächst, ermahnt der Verkehrsminister die Autofahrer im Vereinigten Königreich, bloß nicht in Panik zu verfallen. Selbst Schuld möchte man den Briten zurufen, so wie Olaf Scholz, der einem britischen Journalisten antwortete, man habe ja versucht, die Briten vom Austritt abzuhalten, sie hätten sich aber anders entschieden. Oder wie der ehemalige EU-Chefunterhändler Barnier, der die Arbeitnehmerfreizügigkeit zu Recht als hohes Gut preist. Nun müssten die Briten eben den Konsequenzen ins Auge sehen. Tatsächlich fehlen 100.000 Lkw-Fahrer im Vereinigten Königreich. Das ist eine Folge der Pandemie. Es ist aber auch eine Folge des nationalistischen Ego-Kurses, mit dem die britische Regierung vor allem osteuropäische Arbeitnehmer geradezu aus dem Land verbannt hat. Es fehlt an Fachkräften auch an anderer Stelle, bei der Ernte, in den Schlachthöfen. Mit einem kurzfristigen und komplizierten Sonderarbeitsvisum sind sie sicherlich nicht zurück auf die Insel zu locken. Doch der Brexit spielt bei der Ursachenforschung keine Rolle. Don't mention the B-Word, bloß nicht erwähnen. Die britische Regierung und Medien suchen die Ursachen woanders, nur nicht bei sich. Die Meinung von Gabi Kostorz. Im Januar 2019 starben in Brasilien mehr als 270 Menschen bei einem Dammbruch. Kurz zuvor noch hatte eine Tochterfirma des TÜV Süd die Sicherheit des Bauwerks bescheinigt. Seit heute muss sich der TÜV nun vor Gericht verantworten. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner. Vor dem Landgericht München fordern die betroffene Gemeinde in Brasilien und die Familie eines der Todesopfer Schadenersatz. Zu Prozessbeginn bestritten die Anwälte des TÜV Süd erneut, dass der Prüfkonzern für das Unglück verantwortlich sei. Mögliche Ursache seien Bohrungen und Sprengungen am Tag des Dammbruchs. Dafür sei der Bergbaukonzern Vale verantwortlich, zu dessen Eisenerzmine der Damm gehörte. Der Prozess wird erst im nächsten Jahr fortgesetzt. Im Zusammenhang mit strafbaren Cum-Ex-Aktiengeschäften sind in Hamburg Privaträume des ehemaligen SPD-Politikers Kahrs und Räumlichkeiten der Finanzbehörde durchsucht worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln als zuständige Strafverfolgungsbehörde mit. Es gehe um den Anfangsverdacht der Begünstigung gegen 3 Beschuldigte. Zurzeit beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft mit dem Skandal, bei dem es um den Vorwurf steuerlicher Absprachen zwischen führenden SPD-Politikern und der privaten Warburg Bank geht. Die Konsumstimmung in Deutschland hat sich dank vergleichsweise moderater Corona-Zahlen deutlich aufgehellt. Das haben Umfragen der Gesellschaft für Konsumforschung ergeben. Zuletzt war dieses Stimmungsbarometer 2 Monate in Folge gesunken. Mehr dazu jetzt von Samir Ibrahim von der Frankfurter Börse. Insgesamt liegt die Stimmung schon wieder fast auf dem Level vor Ausbruch der Corona-Krise. Kurz vor dem sogenannten Weihnachtsquartal schaut vor allem der Handel mit Interesse auf diese Zahlen. Die gute Grundstimmung hilft hier allerdings nur bedingt weiter. Getragen wird die vor allem von der positiven Einschätzung der Menschen zur konjunkturellen Lage. Auch die Kaufneigung hat zuletzt wieder zugenommen, ebenso die Hoffnung auf höhere Einkommen in der Zukunft. Allzu große Kaufpläne machen die Menschen aber nicht. Sie blieben vorsichtig, sagen die Konsumforscher. Aus gutem Grund. Die Preise für Gas und Benzin sind zuletzt drastisch gestiegen. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Angesichts hoher Energiekosten halten die Menschen ihr Geld in der Regel aber lieber zusammen. Ohne sie hätte Deutschland es wohl nicht geschafft. Als nach dem Zweiten Weltkrieg im Westdeutschland der 50er Jahre das Wirtschaftswunder angegangen wurde, da reichten die Arbeitskräfte vorne und hinten nicht aus. Und so wurden Hunderttausende Arbeiter vor allem aus südlichen Ländern Europas an heimische Werkbänke gelockt. Auch aus der Türkei. Mit der schloss die Bundesrepublik vor fast genau 60 Jahren ein Anwerbeabkommen. Nicht alle der sogenannten Gastarbeiter blieben, aber viele. Und natürlich gründeten sie Familien, schlugen Wurzeln, fanden eine neue Heimat oder fühlten sich auch nach Jahrzehnten nicht angekommen. David Zions über ein Abkommen, das die Geschichte der Bundesrepublik und ihrer Menschen verändert hat. Dieser Weg war für Hatice Ella Tekes nicht vorgezeichnet. Das Bachelorstudium. In ihrer Familie ist die Duisburgerin die Erste, die studiert. Zunächst kam sie aber auf die Hauptschule. Die Grundschullehrerin meinte zu mir, ich werde meinen Hauptschulabschluss nicht mal schaffen. Es wäre halt ein Wunder, wenn ich mal meinen Abschluss bekommen sollte. In Deutschland anzukommen, hat für die Familie mehrere Generationen gedauert. Der Großvater kam zum Arbeiten und ging immer wieder zurück in die Türkei. Die Mutter wuchs dort auf, kam vor 30 Jahren nach Deutschland, spricht bis heute kaum Deutsch. Ich bin Dolmetscherin zu Hause. Seit meinem 11. Lebensjahr beschäftige ich mich mit der Bürokratie von zu Hause. Das heißt, ich übersetze die ganzen Briefe, begleite meine Mama bei sämtlichen Behördengängen oder bei den Ärztengängen. Inzwischen lebt der Großvater komplett in der Türkei. Kontakt meist nur per Video. Zunächst, so erzählt die Familie, sei er in Deutschland gut aufgenommen worden. Aber da, wo die Mehrheitsgesellschaft ihn nicht mehr gebraucht hat als Arbeiter, hat er also den Eindruck gehabt, dass man ihn nicht mehr möchte und dass er halt nicht willkommen ist. Eines von vielen Schicksalen nach dem Anwerbeabkommen mit der Türkei. Rund 870.000 türkische Arbeiter kamen zwischen 1961 und 1973. Manche gingen wieder zurück in die alte Heimat. Andere fanden eine neue Heimat, prägen Deutschland bis heute. Eine Stahlgießerei in Mülheim an der Ruhr. Viele Mitarbeiter haben türkische Wurzeln. Teilweise haben schon die Eltern hier in der Eisenhütte gearbeitet. Die Hütte hat mein Vater damals mir gezeigt, am Tag der offenen Tür 2011. Und mein Opa kam damals als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland, hat meinen Vater damals auch mitgenommen und ich bin jetzt in der ersten Generation hier in Deutschland geboren. Bundespräsident Steinmeier besuchte heute das Ruhrgebiet. Neben der Stahlgießerei auch eine Fotoausstellung über türkisch-deutsches Leben. Der Titel: Wir sind von hier. Steinmeier würdigte die Leistungen der türkischen Einwanderer. Menschen, die dieses unser Land im Laufe der Jahre auch vielfältiger und offener gemacht haben, dazu auch wirtschaftlich stärker. Deutschland sei ein Land mit Migrationshintergrund, sagt der Bundespräsident. Die vielen Migrantinnen und Migranten und ihre Kinder haben es gestaltet und sie werden es auch weiter tun. Und damit bleibt uns zum Schluss nur noch der Blick aufs Wetter. Claudia, wie sind die Aussichten? Ingo, es wird früh morgens ganz schön kalt sein und tagsüber dann, naja, mal einen Tag mit Regen, dann wieder einen Tag mit Sonnenschein. So geht es eigentlich die ganzen kommenden Tage weiter. Und früh morgens wird es vor allen Dingen am Wochenende ordentlich frisch. Morgen früh, Wismar beispielsweise, 10 Grad. Da sind es dann in Erfurt 9 und in Ulm 11 Grad. Besonders kalt dann am Freitagmorgen, vor allem im Süden und Südwesten. In Ulm gerade mal 2 Grad, Erfurt bleibt bei 6 Grad. Wismar Samstagmorgen dann wieder um die 11 Grad. Also die kommenden Frühtemperaturen, die sind schon extrem herbstlich. Und morgen kriegen wir auch mal so den ersten Herbststurm ab. Auf dem Niederschlags- und Wolkenanimationsfilm sieht man hier zum einen eben feuchte Luft. Hier ein Tiefdruckgebiet, das sich einkringelt. Dieses Tief, das hat halt ordentlich Sturm dabei. Insbesondere morgen Nachmittag, wenn es Schauer und Gewitter gibt. Das bedeutet, dass es direkt an der Küste stürmische Böen, Sturmböen, auf den Inseln auch orkanartige Böen, vielleicht mal eine Orkanböe geben kann. Und sonst insgesamt im Nordwesten eben sehr starker Wind. Dann gibt es mal Zwischenhocheinfluss.
Danach aber am Freitag höchstwahrscheinlich ein neues Tief, das dann am Samstag Regen bringen wird. Jetzt in der Nacht aus Süden dichte Wolkenfelder mit Regen. Der wird sich dann morgen im Laufe des Tages weiter Richtung Brandenburg vorarbeiten. Morgen früh aus Westen ein zweites Regengebiet. Im Laufe des Nachmittags geht das dann mehr und mehr in so Schauerwetter mit einzelnen Gewittern über. Dazu eben der heftige Wind und Sturm im Nordwesten. Selbst bis in den Norden Nordrhein-Westfalens kann es bei so einem kräftigen Schauer mal eine stürmische Böe oder eine Sturmböe geben. Die Temperaturen morgen früh, wenn es aufklart, nur so 6, 7 Grad. Sonst meist 10 bis 13 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen 14, 15 Grad im Nordwesten. Nach Südosten in Niederbayern, Dresden 19 Grad. Danach meist trocken, nur im Norden und Nordwesten wird es noch ab und zu nass sein können. Temperaturen steigen wieder etwas. Freitag im Südwesten schon wieder an die 22 Grad. Herbstlich aber insgesamt. Vielen Dank für diese Aussichten, Claudia Kleinert. Das waren die Tagesthemen. Um Wendepunkte im Leben geht es nun im Nachtcafé mit Michael Steinbrecher und seinen Gästen. Um 0.20 Uhr bringt Kirsten Gerhardt sie im Nachtmagazin auf den neuesten Nachrichtenstand und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.